Unter Raumplanung versteht man ein Gebiet, das nach seinen naturräumlichen, wirtschaftlichen und sozialen Möglichkeiten geordnet wird. In Mitteleuropa ist die Raumplanung meist Sache des Staates. Die Aufgabe der Raumplanung ist es, räumliche Anforderungen auf den unterschiedlichen Ebenen und in Bezug auf die unterschiedlichen Aspekte Bevölkerung, Verkehr, Umwelt und Wirtschaft abzustimmen und Konflikte auszugleichen, sowie Vorsorge für heutige wie zukünftige Raumfunktionen und Raumnutzung zu treffen. Planungsebenen sind die Verwaltungen innerhalb der staatlichen Hierarchie, die sich mit der räumlichen Planung befassen. Man spricht deshalb auch von Verwaltungsebenen. Es gibt die Europa-, die Bundes-, Landes-, Regions- und die Gemeindeebene. Welche dieser Ebenen für was zuständig ist, erschließt sich schon im Namen. Außer diesen Ebenen befassen sich auch noch Spitzenverbände und Fachakademien mit Raumplanung. So zum Beispiel die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung in Berlin. Raumplanung in der Schweiz. Die Raumplanung in der Schweiz ist stark geprägt von dem föderalistischen System der Schweiz. Das heißt, dass die unterschiedlichen Kantone und Gemeinden selber einen Einfluss haben. Um die Raumplanung in der Schweiz zu vereinfachen, hat man die Schweiz in 129 Zonen, welche Raumplanungsregionen genannt werden, unterteilt. Zudem hat die Schweiz im Jahr 2012 ein Raumplanungskonzept erarbeitet. Die Leitidee von diesem ist: Das Raumkonzept der Schweiz will die Vielfalt der Räume, den Zusammenhalt der Landesteile, die Solidarität zwischen den Bevölkerungsgruppen sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz erhalten und stärken. Damit ist gemeint, dass sich zum einen alle Landesteile entfalten können und so die Identität der Schweiz prägen können. Zum anderen, dass die verschiedenen Regionen und Landesteile besser zusammenarbeiten sollen, um den nötigen Zusammenhalt zu sichern. Und zum dritten ist damit gemeint, dass man in der Schweiz gute Infrastruktur zur Verfügung hat, sowie dass Innovation und Forschung gefördert und unterstützt werden, um zu garantieren, dass die Schweiz international weiterhin konkurrenzfähig ist. Aus dieser Leitidee erschließen sich dann diese 5 Ziele und 3 Strategien. Dieses Konzept wurde von den Gemeinden, den Kantonen und dem Bund verabschiedet, welche damit bekräftigen, dass sie gemeinsam arbeiten werden und das Arbeiten besser koordinieren. Jetzt noch ein kurzes Fazit. Raumplanung bedeutet, dass Gebiet nach wirtschaftlichen, sozialen und naturräumlichen Eigenheiten geordnet wird. Es gibt 5 Ebenen und 4 Aspekte: Gesellschaft, Verkehr, Umwelt, Wirtschaft. Das Ziel der Raumplanung ist, Aspekte und Ebenen aufeinander abzustimmen und eine Vorsorge für zukünftige Raumfunktionen und Raumnutzung zu treffen. In der Schweiz gibt es 129 Raumplanungsregionen und ein Raumplanungskonzept. Dieses Konzept beinhaltet 5 Ziele und 3 Strategien. Dieses Konzept wurde von den Gemeinden, den Kantonen und dem Bund verabschiedet, was bekräftigen soll, dass alle besser zusammenarbeiten, um diese Ziele auch wirklich zu erreichen.